Der Überblick heißt nach oben, oder? Kommt drauf an. Ich will sich auch einen Überblick über die Lage verschaffen. Die Lage im Haus vielleicht. Mhm. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, hier geht's wohl nicht so richtig weiter. Da ist eine Wand. Hätte man auch von Weitem sehen können, aber... kann ich nicht von hier? Kann man nicht. Links rum. Ja, nee. Von... Ja, du kommst ja dann irgendwo weiter. Vielleicht ja, musst aber... du doch nach oben. Aber hier bin ich doch wieder an dem Punkt, wo ich eben nicht weiterkam. Nee. Also links rum war nichts. Aber wo ist denn die Treppe? Keine Ahnung. Da geht's noch rum. Oh, da ist was. Sicher ist sicher. Ja gut. Das viel bringt, weiß ich nicht, aber... Hm. Immerhin haben wir noch was Sinnvolles tun können. Da geht's weiter. Das war auch schwer zu sehen. Hm. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich die Treppe jetzt rauf. Komisches Licht hier. Aber wir wandeln noch mal einmal hier rundherum. Ja, brauchst gar nicht hinterherkommen. Gehen wir hoch. Ja, willst du nicht. Nee. Echt nicht? Nee. Ah. Okay, es gab, glaube ich, noch eine andere Treppe, oder? Was ist denn mit dem Kamin? Nix. Da ist die andere Treppe. Ja. Aber jetzt geht auch, jetzt tut sie so, als hättest du die entdeckt. Ne? Ja, komm. Warum lässt du eigentlich nicht die Frau mit dem Gewehr vor? Da geht noch eine Treppe rauf, oh Gott. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Das nochmal. Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, als meine Mutter und mein Vater 1953 das Sommercamp in Hackett's Quarry gründeten, war es ihre Vision, einen Ort zu schaffen, an dem Kinder aus dem ganzen Land die wahren Wunder der Natur erleben können. Ja, das könnte. Ich bin stolz darauf, ihr Vermächtnis bis heute fortzuführen. Die Lodge des Camps besteht, seit wir unsere Tore geöffnet haben. Doch dieses Vermächtnis und auch die Lodge selbst sind nun in Gefahr, dass sich laut
Statikergutachten herausgestellt hat, dass das Mauerwerk des Schornsteins dringend ausgebessert werden muss. Keine Sorge, ihren Kindern droht hierdurch keinerlei Gefahr. Leider muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass wir ab dem nächsten Jahr die Teilnahmegebühren um 5% pro Person erhöhen müssen. Wenn die Zeiten hart werden, denke ich an das Motto unseres Camps: Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Hackett's Quarry gemeinsam stärker denn je machen können. Vielen Dank, dass Sie uns weiter in die Treue halten. Mit freundlichen Grüßen, Chris Hackett. So. Ja, das mit dem Schornstein, das ist doch so ein... Ich meine, das ist ja irgendwie schon seit Anfang an, aber doch... Ja, immer wieder taucht das auf. Ja. Ja. Also irgendwie kommt doch da noch was. Endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Agers Bruder, schätze ich. Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Agers Bruder vielleicht? Klar. Wie lange ist der Typ schon hier? Ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Oh Gott. Auf Angriff vorbereiten. Also ich war jetzt gerade eigentlich völlig entspannt, ne? Ich habe auch gedacht, jetzt passiert erstmal nichts. Aber weiter schauen ist dann wahrscheinlich nicht gut, oder? Ich meine, ich weiß nicht, oder? Nee, ich würde auf Angriff vorbereiten, das stimmt schon. Ja, das ist bestimmt ein Fehler, aber... Ja, danke. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ja, das machen die nur extra, wenn sie einem so die Auswahl geben, so nach dem Motto, dann wird doch jeder sagen, ja, dann auf Angriff vorbereiten. Ja, also, ja, aber ich habe halt die Bedenken, wenn wir auf Weiterschau machen, dass wir dann halt überrumpelt werden, ja, ne? Ja, genau. Und andersrum habe ich Bedenken, dass wenn wir jetzt auf Angriff vorbereiten, dass uns irgendwas fehlt, irgendwas Wichtiges, was wir jetzt hätten vielleicht finden können oder so. Ja, vielleicht eine Karte oder was, aber ich überlebe das, lieber als eine Karte. Wenn es denn nur eine Karte ist, ja. Okay, pass auf, wir machen das mit auf Angriff vorbereiten, was soll schon passieren? Genau, was soll schon passieren? Anscheinend werden sie auch beobachtet, ne? Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Die Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hecateer. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Das ist so Tier 3. Aber wirklich, ey. Oh, da kommen wir. Das war mehr als einer. Oh, der kommt natürlich. Showtime, Motherfucker. Oh, oh. Wie fern denn jetzt? Was muss ich tun? Wir werden alle sterben. Nein! Was für eine Scheiße. Ach, Jacob ist ja auch noch da, ja. Ach, den habe ich schon ganz vergessen. Was? Stimmt, ja. Das tut mir einfach unfassbar leid. Tut es so leid. Schön, du bist ja eigentlich schuld an dem ganzen Schlamassel hier. Wieso? Weil er den Verteiler aus dem Auto rausgebrot hat. Weil es zu viel verlangt.
wird's nicht besser. Vor allem hat Emma dann sich ja nicht so verhalten, wie du es gern gehabt hättest. Ja. Ja. Was ist denn da draußen los? Sollten wir die anderen suchen? Nein, wir sind hier sicher und bald ist morgen. Oh-oh. Was zum... Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, das Haus jetzt bestimmt hinter denen was auch. Oh Gott, ich weiß nicht. Wo wollen wir denn hinrennen? Ja eben, ich würde auch warten, eher. Ja. Auf den Tod. Weil dann taucht er doch vielleicht auf der anderen Seite auf, und dann mit dem grauen Arme was. Ja. Oh mein Gott. Ganz schön groß, ne? Da hatte ich nicht viel Zeit zu reagieren. Heißchen. Aber er lebt nicht. Ja, macht ihm nur nix. Okay, dann. Ging die Tür nicht nach außen auf? Was nutzen da, wenn sie in die Stuhl entgegenschlagen? Wahrscheinlich, weil er sie nicht nach außen aufmachen kann. Caitlin. Er versucht sie da hinten auf. Wir müssen sie reinlassen. Geht nicht, das ist von außen abgeschlossen. Wir müssen doch irgendetwas tun. Ja, nur was? Silberkugeln. Wenn unser Timing stimmt, geben wir sie ihr, wenn sie kommt. Falls sie jetzt kommt. Ja. Oh Scheiße. Fenster. Ich habe keine Ahnung, welcher Balken gemeint ist. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Balken ist besser. Oder? Ich weiß nicht. Ja, dann mach Balken. Wo ist denn der? Wo ist denn der andere hin? Der andere Typ. Komm schon. Oh, nein. Das ist schon eine gute Idee. Komm schon. Oh mein Gott, der geht da wesentlich sicherer drauf. Aber springt dann vorbei. Oder auch nicht. Rennen. Ich glaube auch, wir müssten genug Vorsprung haben, denke ich, oder? Ich hoffe. Caitlin! Hier lang! Zeig mir, wie müssen wir hin? Na ja, wow. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wahrscheinlich. Dann wird er sterben, weil er zu dumm ist. Also untersuchen. Ja, untersuchen. Wir untersuchen. Auf jeden Fall. Du brauchst die Silberkugeln. Ja, ja. Es ist Silber! Hey, ich bin hier!
Hast du schon geladen? Ja. Boah. Komm schon, ich wollte gerade sagen, das war Silber. Das war kein Scheiß. Oh mein Gott. Oder war das jetzt nicht? Oh Gott, Mann. Das wär's ja, ne? Das mit dem Armband von ich hab dich, Motherfucker. Abigail erschossen wurde dann. Mhm. Ja, mit dem Bratmann. Ist übrigens auch Silber. Ja. Du hast ihn? Ja. Ja, ich hab ihn. Oh, oh. Was ist das? Können wir gehen? Alles gut? Ich glaube nicht. Wir haben den finalen Wolf noch nicht, ne? Mhm. Was vor 6 Jahren passiert, ja, na klar. Ja, genau. Was genau ist vor 6 Jahren passiert? Da waren Feuer und viele Menschen sind gestorben. Und jetzt gibt's Werwölfe und einen Geist, der im Wald nach seinem verlorenen Baby sucht. Warte, das... Mir wird klar, das ist Silas. Oh, shit. Ist eine lange Geschichte. Nein, gar nicht. Da war ein Feuer. Silas, das Wolfskind, entkam. Bist ein Teil ihrer Familie. Sie waren machtlos. Peng. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem verwilderten Jungen, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht zu fassen war. Wir haben alles versucht. Jeden Vollmond haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Das ist meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Oh mein Gott! Zu, oder was? Oh. Lenkrad übernehmen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich hoffe. Travis, kriegen Sie sich ein, na los! Ich hab es, los, runter! Knack. Los! Wo ist er hin? Er kann doch nicht weg sein. Er kann nicht sehr weit sein. Sehen wir uns um. Sind Sie irre? Ja, ist so. Mhm. Ist er mit ihm da hinten bewusstlos oder was? Scheinbar. Sind wir schon da? Du bist okay. War schon besser, aber ja. Hier drüben. Hier ist Blut. Führt da lang. Was zur Hölle war hier los? Wow.
Hier sind wir vor 2 Monaten von der Straße. Jetzt überlegst du, ob du mir das Hirn wegschießt. Okay. Nur zu, ich wehr mich nicht. Was? Wie jetzt? Nein, mach mal nicht. Wir maskieren uns sonst mit Wolfsblut, aber meins ist alle. Ist riskant. Wir könnten sterben. Seid ihr bereit? Ja, bringen wir es hinter uns. Sie ist ja so tough. Bringen wir es hinter uns. Los, Team. Dir traue ich nach wie vor nicht. Verdammt, hier schwingen echt uncoole Vibes. Im Podcast klang das anders. Ihr habt keine Ahnung. Hier habe ich sie gesehen. Sie? Ich dachte, Max hat sie angefahren, aber dann kam ich hier raus und sie war was anderes. Wer? Die Frau, Mann, die alte Frau. Sie hat irgendetwas immer wieder gebrabbelt. Oh mein Gott, sie sagte Silas. Das ist unmöglich. Von wem redest du? Hab sie auch gesehen. In den Rumtunneln. Eliza Warris. Silas Mutter. Oder so. Wer war sie? Ja, eben. Wer war sie? Sie war Chefin des Wanderzirkus Harum Scarum. Kam vor 6 Jahren her. Hielt ihren Sohn in einem Käfig. Nannte ihn Silas, das Wolfskind. Starb im Feuer. Soll ja noch rumspucken. Die Hexe von Hackett's Quarry. Und seitdem suchen wir diesen Silas. Wie kam es zum Feuer? Im Ernst? Jetzt noch Geheimnisse? Du hast meiner lieben Nichte Kelly Hackett, dieser guten Seele, den halben Kopf weggeblasen. Sie wollte nur dem kleinen Jungen helfen. Eingesperrt von dieser Freakshow-Hexe. Was tat sie denn? Ja, die müssen aus dem Käfig geholt haben. Ihm helfen wollen. Travis. Sie bat Caleb, was anzuzünden. Nur als Ablenkung. Heuballen. Damit sie Zeit hätten, Silas aus seinem Käfig zu befreien. So ist es nicht passiert. Nein. In Minuten waren alle dort tot. Dieser scheiß Heubrand. Eliza und die Crew. Kaylee schaffte es, Silas zu befreien. Aber Caleb ist gebissen worden. Nachsinnend, oder? Ja gut, jetzt zu sagen, töten wir Caleb, obwohl wir vielleicht töten müssen, aber... Ja, das machen wir dann ja eh. Ja, brauchen wir da nicht noch sagen. Ja, so, wieder recht. Okay. Also im Endeffekt will sich diese Hexe nur rächen an den für das Ganze. Oh, eigentlich ist ihm recht, ne? So gesehen. Nö, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, weil sie ja die Jungen eingesperrt hat. Und, genau. Ja, schon richtig. Und deshalb jagen sie ihn. Silas, meine ich. Jeden Vollmond seit 6 Scheißjahren. Sowas nennt sich Jäger.
Du hast ein hässliches Kleid an. Das sind die Überreste. Ach du Scheiße. Null. Was zu sehen? Negativ. Mist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nichts davon gewusst. Wo ist er denn jetzt? Was entdeckt? Eichhörnchen. Was? Ryan? Go! Shit! Tut mir leid, das war... Na, wir sind nah dran. Habt ihr das auch gesehen? Auch wenn ich's bedauere. Ja. Was ist das? Silas, das Wolfskind. Hier muss es sein. Vorsicht. Oh. Ach ja, das ist in einem Käfig. Was für ein kranker Scheiß. Was ist? Was ist los? Schieß, du dumme Kuh! Ja, wir müssen ihn ja schießen. Wir müssen eigentlich, ne? Ich glaube, der wird keinen Moment zögern, uns kalt zu machen, wenn er noch könnte. Ich denke auch. Sind Sie ganz sicher? Schieß. Oh mein Gott. Das ist jetzt aber die Zauberhexe auf uns gezogen. Bitte lasst uns einfach gehen, bevor wir ihn als Mensch auch so sehen müssen. Dafür ist es zu spät. Errungenschaft freigeschaltet, der weiße Wolf. Ich wette, du denkst, du hast alles durchschaut und hältst dich auch noch für verdammt clever. Ja, eigentlich nicht. Ich wollte helfen. Ich wollte dich warnen. Ich fing sogar an, dich zu mögen. Nicht jetzt. Jetzt ist es aus. Nur deinetwegen machten sie das mit meinem Silas. Ach, sie war's natürlich. Ich war heute Nacht bei dir. Und nur weil die Nacht vorüber ist, lasse ich dich nicht in Ruhe. Nein. Wann immer du etwas im Dunkeln hörst... Ja, toll, jetzt dauern sie uns nachts immer auf. Ja, echt, ey. Wenn du Berührung im Nacken spürst, das kommt dann von mir. Ich bin da. Du wirst mich nie los. Du wirst mich nie los. Ja, aber die doofe Olle hat ihren Sohn im Käfig gehalten. Das ist auch nicht das Wahre, oder? Nee, an sich nicht. Errungenschaft freigeschaltet, Kapitel 10. Ja. Die Sonne geht auf. Wir sind durch, tatsächlich. Puts its rings and I rise.
Können wir doch mal bitte durchzählen, wer da alles lebt? Bobby Hackett gestorben. Da er von den Stichwunden geschwächt war, die Ryan ihm zugefügt hatte. Jedediah, oder? Also, ne? Chris Hackett gestorben, ja, ist klar. Oh Gott, der hat das Gesicht weggeschossen. Ich mag die Musik dabei. Nick war klar. Ja. Naja. Jacob ist lebendig. Ich dachte, der irrt jetzt immer noch durch den Wald und sucht Emma. Oh, Max. Ah ja, Max ist ja auch. Ach ja, Farmin, ja. Oh je. Sie lebt noch, das finde ich gut. Ja. Ja, ist eine gar nicht so schlechte Bilanz. Ja, ist ganz okay, ja. Gut, das mit Nick, das ärgert mich immer noch. Das war eigentlich nicht nötig. Andererseits, wie gesagt, vielleicht wäre dann Jacob tot gewesen. Geiler Name. Was ist eigentlich mit ihrem Auge jetzt? Die lebt jetzt mit Auge, ne? Ja. Ah, ja. Die lebt mit Auge. Ja, dann auf zum nächsten Sommercamp. Kommt da noch was an Abspann? Sommercamp-Tragödie. So. Bärenangriff mit mehreren Todesopfern. Ja, klar. Was sagst du dazu, Anton? Mehrere? Das ist ja ganz toll. Klingt, als würde die Polizei die Leichen nicht mal alle zählen. Stattdessen heißt es da wohl nur 1, 2, 3. Weißt du was? Lass uns einfach mehrere sagen. Vielleicht ist es aber auch Absicht. Und sie dürfen diese Infos noch nicht rausgeben. Manchmal bekommt man nur sehr schwer Informationen aus der Polizei heraus. Vor allem, wenn man Expertin für Paranormales ist. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay, also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar, man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem die Grund. Musik, das ist die von Nightmare. Kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry genau, zu sprechen. Ja, in etwa, ja. Es gibt neue Entwicklungen. Ist daran angelehnt. Und ich habe ja, ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr. Und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt.
Hast du... Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere, hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein. Nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich Wieso? Ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich habe nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Erinnerst du dich an die vermissten Wanderer? Ja. Was, wenn ich geleakte Fotos von einer ihrer Kameras hätte? Fotos, die sie in Hackett's Quarry zeigen, am mutmaßlichen Fundort der Kamera? Ich würde annehmen, dass sie dort waren und die Kamera verloren haben. Nur eine Frage, Anton. Aus welchem Grund fällt einem die Kamera aus der Hand? Man stolpert über eine Wurzel, man, wird angerempelt, oder, unebene Pflastersteine? Oder man wird ermordet. Eine verlorene Kamera macht noch keine vermissten Wanderer. Wo sind sie jetzt? Was weiß ich? Menschen verlaufen sich andauernd im Wald. Das kommt 100 Mal im Jahr vor. Die tauchen wieder auf. Ich hab noch mehr. Ach was. Ich vertraue dir jetzt noch was anderes an. Meinen Quellen zufolge wurden auch ihre Rucksäcke im Sommercamp gefunden. Ah, das sind doch die Fotos, die wir gemacht Warum haben, weiß oder die Menschlichkeit dann nichts davon? Warum stehen die Hackers nicht unter Verdacht? Darauf will ich sie hinaus. Sprach ja gerade von der Kamera. Vielleicht wären sie es ja, wenn jemand gefunden wüsste, worden wäre. Wir haben sie die doch sind. Gefunden, diese... Wird hier vielleicht was vertuscht? Und da geht mal wieder die Fantasie mit dir durch. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Also das, was sie jetzt hier erzählen, erzählen sie deshalb, weil wir diese Sache gefunden haben dazu. Und haben das Land Anno Dazumal abgesteckt. Ja, denke ich auch. Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hackett, okay. Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache. Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der 7. Sohn der Fallensteller, die Zahl 7, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay. Und dann lebten sie nur noch von dem Land. Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar Jetzt um Hektar. Kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Okay. Ach, der. Der Jingle da von dem. Ja. Das Butter Pops. Willkommen zurück bei Bizarr oder Banal. Anton, heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön,
Das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung. Ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das kriege ich wohl hin. Einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lass meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh Scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Das ist verrückt. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Hey, wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, selbst wenn wir die Hacketts kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich gebe mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Na schön, was ist das? Was sehen wir uns gerade an? Eine Betreuerin hat dieses Foto geschossen. Emma Mountebank. Stammt von ihrem Handy. Oh mein Gott, ist das echt? Genau das gilt es zu klären. Es sieht bearbeitet aus, findest du nicht? Ich glaube nicht. Schau dir die Augen an. So sieht echte Gefahr aus. Verdammt, was ist das? Bizarr, nicht banal. Was ist da passiert? Mehr als uns verraten wird. Mann. Da ist noch etwas. Ja? Das passiert mit einem Negativfilter. Was ist das? Na sieh, die Hexe von Hackett's Quarry. Siehst du? Der Kreis schließt sich. Das könnte alles Mögliche sein. Sieht kaum wie ein Mensch aus. Ich meine, wie heißt das, wenn man im Kartoffelpüree Gesichter sieht? Wie kannst du immer noch Zweifel haben? Was willst du hören? Wenn ich etwas nicht selbst erlebe, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass es gefälscht ist. Okay, und was hältst du davon? Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Warte, wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Haben wir das Original? Kann ich es in, Fleisch und Blut sehen? Nein, nur das Foto. Wer auch immer sich gemeldet hat, war schlau genug, keine Beweise zu stehlen. Praktisch, dass wir es nicht in echt nicht sehen so versuchen oder finden müssen, ey. Ich meine ja nur. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich habe doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Hast du nicht? Ich meine ja nur, ich finde, die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe.
Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich geb dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein. Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Ihr könnt ja mal gucken gehen. Wo zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast. Okay. Na denn. Kann ich das Ganze irgendwie beschleunigen oder so? Oh Gott, ey. Wird's gehen? Ja gut, die Musik war ja allgemein recht cool in dem Spiel. Ja. Der Song ja scheinbar auch. Ja, ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir ein kurzes Fazit ziehen können. Nee, weil es spricht da keiner mehr. Ja. Cooles Spiel. Viel besser als die Dark Pictures-Reihe. Weil die Charaktere viel echter wirken. Ja, das stimmt. Und auch die Story insgesamt fand ich viel. Hatte irgendwie mehr Hand und Fuß. Also einer hatte keine Hand mehr, aber Füße hatten alle. Und das sind, genau, das sind Sachen, die, da ich ja zwischendurch ab und zu mal geguckt habe, so Dinge, die wir schon gespielt hatten, habe ich bei anderen ja nochmal reingeschaut und geguckt, wie sich Dinge anders entwickeln. Und ich fand eine Sache sehr bemerkenswert. Wir sind doch ganz am Anfang in eine Hütte eingebrochen, um die Taschen von Abby und Emma rauszuholen. Ja. Gepäck von denen. Genau. Ich habe einige gesehen, die waren halt nicht so forsch wie wir. Die haben sich so gedacht, ja, nee, kannst du nicht einfach eine Hütte einbrechen. Ne? Also die haben ein bisschen realistischer gedacht, als wir das getan haben. Und der Punkt ist, dass damit, dass sie nicht in diese Hütte eingebrochen sind, dafür gesorgt haben, dass Dylan seine Hand behält. Nee. Ja. Komplett irre. Ich meine, da kann kein Mensch drauf kommen vorher. Ja, ne? Ja, das macht doch auch keinen Sinn. Doch, das macht Sinn. Ja, es macht nachher Sinn, wenn du siehst, was passiert. Dann macht es Sinn. Ja. Aber du kannst es halt nicht voraussehen. Und zwar ist es ja so, dass er die Hand ja verliert, weil er oben an dieses Dach, da ja. versucht er ja dieses Kabel zu erreichen. Da, ja, da kommt was ja das Vieh. Genau, da kommt das Vieh. Und dieses Vieh ist dann aber nicht mehr auf dem Dach. Und zwar deshalb, weil die drei erst in diese Tür nicht reinkommen von der Hütte, die da draußen sind. Und in der Zeit das Monster vom Dach springt und sich um die kümmert. Und die kommen aber noch rechtzeitig gerade vor dem Viech rein in die Hütte. Aber Dylan geht dann an das Kabel und das Ding ist nicht mehr auf dem Dach. Und deshalb verliert er seine Hand nicht. Okay. Ja. Ja. Das ist, na gut, ich meine. Das kann man natürlich vorher nicht ahnen. Nein, das kann man nicht wissen, dass es solche Auswirkungen hat. Aber ich find's gut, weil bei vielen Spielen ist es ja so, du entscheidest dich für Dinge und hast das Gefühl, eigentlich ändert sich an der Handlung nichts großartig dadurch. Ne? Aber das sind dann so Sachen, wo dann echt so 5 Stunden später Auswirkungen hat, was du da vorher gemacht hast. Das ist schon heftig.
Und ich habe eine Szene gesehen, wenn Abby Nick nicht erschießt, kurz bevor er sich in den Werwolf verwandelt. Mhm. Das ist ultra brutal. Der killt, also der köpft Abby. Oh mein Gott, okay. Echt, er enthauptet sie und dann siehst du, wie von ihr der Kopf noch, die Kamera ist dann so am Boden und dann siehst du, wie der Kopf von ihr mit aufgerissenem Mund genau vor die Kamera fällt. So, und oh Gott. Guckt so in die Kamera rein mit aufgerissenem Mund. Das sieht so, boah, so übel aus. Und ihr Körper steht dann auch eine Weile so rum, ohne Kopf. Oh, weißt du, und dann bricht er irgendwo zusammen. Und das, aber so richtig, aber echt heftigst brutal. Also, okay. Ja, also es war schon ganz gut, dass wir ihn erschossen haben. Ja, das waren so ein paar andere, die waren da auch so, die wollten alles so friedlich lösen, weißt du, so nach dem Motto, nee, ich erschieße Nick doch nicht. Und so, ja, gut, Todesurteil für Abby. Ja. Ja, sehr cool. Okay. So, kann ich das jetzt hier mal... Ah, ein Rabe. Tach. Ja, okay. Ich glaube, jetzt hat die Frage, nee, kommt jetzt noch am Ende was? Ja, keine Ahnung. Ich will ja nichts verpassen. Aber ich meine, die Schrift läuft schon ganz schön lange, ne? Das ist richtig. Mein Teil konnten sie mit dem Podcast überbrücken. Aber jetzt? Jetzt wäre es auch mal gut. Das Gefühl, das fängt immer wieder von vorne an. Das läuft einfach, das ist wie so eine Schleife. Nee. nee. Custom Service, das ist bestimmt, da geht's bestimmt langsam aufs Ende zu. Das stand aber auch schon dreimal da. Also ich fand's einfach cool, das Monster, also diese Wölfe selber, dass sie halt nicht, wie man halt so Werwölfe halt so kennt, ne? Ja, kein Film und so, sondern echt genau, fiese. Sondern die fand ich echt fies, ey. Das war ja so richtig so, boah, wo ich auch gedacht habe, wir sind ja eigentlich schon echt abgehärtet, ne? Aber das fand ich echt unangenehm, also, ja. Ja, das stimmt, die haben sie richtig hässlich hinbekommen. Das Alter! Ach, ich gucke mal gerade was, ich habe gerade noch was gefunden. Achso, okay. Die sind schon, die Figuren sind eigentlich richtig cool gemacht. Die Figuren? Also die ganzen Darsteller. Echt 1:1. Ach so, okay. Also die sehen auch wirklich so aus. Mhm. Das ist ein echtes Abbild von den, ja, ich sag's mal, der Darsteller. Hammer. Ich zeige euch, cool. Zeig euch demnächst auch noch mal. Es gibt ja zwei Zusatzpacks zu dem Spiel. Mhm. Und die habe ich jetzt nicht, aber können wir mal woanders reinschauen. Habe ich gesehen, die spielt das komplett im 80er-Style durch, das Spiel. Das heißt, die Leute haben 80er-Klamotten an. Das kannst du dir aber nur schwer antun. Okay. Boah, so was von bunt. Ey, da haben sie aber auch das schrillste 80er-Zeug genommen, was irgendwie geht. Mhm. Und Jacob auch so mit so einem bauchfreien Dings. Also hatte so ein heißes Höschen an und so ein bauchfreien bauchfreies Top. Was möchtest du denn Todesrücklauf aktivieren? Achso, das wäre für den nächsten Versuch. Da kann man dann Leute retten, wenn man ein zweites Mal durchspielt. Mhm. Ist ja, werden wir wahrscheinlich jetzt nicht tun, weil ich glaube, so viel wird sich daran nicht verändern an der Gesamtstory. Aber ich aktiviere ihn trotzdem mal für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Also, die Wahrsagerin ist im Real Life gruseliger als im Spiel. Das möchte ich mal bemerken. Ja, die ist ja, glaube ich, öfters für Horrorfilme. Die sind ja alle. Scheiße, ist sie gruselig, ey. So, ja, okay, da kommt scheinbar dann nichts mehr. Ja, ich hab da drauf geklickt. Ja, es ist so geil. Muss ich mal so durch das Video durchklicken, so wie die alle aussehen. Ist der unfassbar. So cool. Aber die Wahrsagerin ist echt, die sieht aus wie der Erzähler,
Was war es? Tales from the Crypt? Oder wie? Mhm. Boah. Oh, die sehen alle richtig krass aus. Das ist so cool. Ja. Das ist richtig so diesen Aha-Effekt. So. Also der den Polizisten spielt, da den Schauspieler kenne ich tatsächlich auch aus Filmen. Ja, ich auch. Ja, ich auch, ja, ja. Der ist auch... Und okay. Der eine auch, der... Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der danach kommt. Den kenne ich auch. Titel noch gut. Ja, in dem Video. Achso. Also der sieht aber in echt aber besser aus als im Video. Das stimmt. Also ich fand, im Video war der irgendwie ein bisschen zerlatscht ausgesehen. Ich fand, also den Kopf fand ich... Im Spiel meine ich. Ja, ich fand den Kopf, ich fand den... seit seinem ersten Auftreten im Game fand ich ihn, also er hatte ja sowas Skurriles, aber auch, ich mochte ihn irgendwie von Anfang an, ja. Obwohl er so, ja, man wusste halt nicht, ist er gefährlich, ist er ein Gegner, keine Ahnung, ja. Aber irgendwie mochte ich ihn. Und auch so zwischendurch, wo man zwar gedacht hat, ist vielleicht doch nicht so toll oder so, aber ich seine Rolle ist einfach irgendwie super. Oh. Ja. Ansonsten, ja, Abby war mein Lieblingscharakter und bin froh, dass sie überlebt hat. Und Sieht auch in Real Life total putzig aus, so. Hat auch das etwas leicht schiefe Gesicht. Und die anderen, ja gut, Emma wäre jetzt nicht so wichtig gewesen, aber sie hat auch überlebt. Also die fand ich jetzt am döfsten eigentlich. Mhm. Emma mochte ich nicht so. Aber also ich mochte noch weniger als Emma, Caitlin. Aber den Typen hier, den, wie hieß er nochmal? Wo ich die ganze Zeit gesagt habe, dem traue ich nicht über den Weg. Achso, den Ryan. Ja. Ja, Ryan war komisch. Den mochte ich nicht, den fand ich furchtbar. Ja, der war komisch, das stimmt. Der Dunkelhäutige, oder wie? Ja, genau. Ja, der klingt auch im Original nicht so schlimm wie im Deutschen, ey. Ja, sein ganzes Verhalten war ja jetzt unabhängig von der Stimme. Ja, das auch. Das war schon immer ein bisschen merkwürdig. Ja, ja. Aber die haben sie echt cool hingekriegt, oder? Hammer. Ja. Gut. Nix sieht im Spiel besser aus als in Wien. Okay. Nee, aber was ich nicht mag, ich habe da, wie gesagt, ja bei anderen auch mal so ein bisschen reingeschaut und ich mochte es nicht, wenn Leute auch sowas hatten, dass sie eine Antipathie entwickelt haben gegen jemanden und dann aber auch so weit gegangen sind zu sagen, Gott, dann lasse ich den jetzt mal sterben. Weißt du, da habe ich mir auch gedacht, das kann es doch jetzt nicht sein. Vor allen Dingen, du nimmst dir ja einen Teil des Spiels damit, weil die Szenen mit dieser Person ja nicht mehr vorkommen danach und... deshalb verstehe ich solche Aktionen. Ja, also ich glaube, man gibt sich vielleicht nicht so extrem viel Mühe, die am Leben zu erhalten. Ja, man trauert denen nicht so hinterher. Genau, aber jetzt extra die sterben, das ist natürlich Quatsch. Nee, das finde ich auch nicht richtig. Na gut, aber wir haben, ja, wie gesagt, Nick der Einzige, der so aus dem, von den Campleitern, der bei uns jetzt gestorben ist. Naja gut, Max ist leider auch dann dahin, der hätte mal auf der Insel bleiben sollen. Ja. Aber sonst ging es ja dann. Ohne Hand haben wir halt noch verloren. Aber das. Ja. Ein bisschen verschnitt ist ja. Ja, macht einer auf Captain Hook, dann geht das auch. Ja, es ist ja zum Glück nicht die rechte Hand. Captain Eagle. Ja. Diese Sendung, diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Captain Eagle. Nein. ja, ich würde sagen, damit. Verabschieden wir uns dann, machen dann demnächst mit einem weiteren, anderen Horrorspiel weiter. Das werdet ihr dann sehen, worum es sich handelt. Und wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schaut dann nächstes Mal wieder zu. Bis dahin sagen wir, ciao, ciao.